Herzlich willkommen zurück zu Sky Saga Alpha 4 mit Arezu. Ich bin Arezu und werde jetzt mal schnell Quests abholen und dann in ein Abenteuer gehen. Ein gelbes klingt doch gut, oder? Ach, Quatsch. Wir haben doch ein tägliches Abenteuer. Gibt noch eine Belohnung. Zwar keine Folgebelohnung, also nur die Tag 1 Belohnung mal wieder. Hoppala. Ich brauche ja das Luftschiff. Da muss ich mich noch gewöhnen. Gibt's irgendwas zu sagen? Erst einmal, warum habe ich eigentlich so einen hektischen Einstieg gerade? Muss mich mal langsam wieder beruhigen. Nö, eigentlich gibt's überhaupt nichts zu sagen. Ich habe jetzt so eine ganze Weile wieder nicht gespielt. Wenn ihr wissen wollt, wie lange genau, müsst ihr im vorherigen Video nachgucken, was ich da für ein Datum angesagt habe. Aber... Also es war nicht so schlimm, dass ich jetzt keine Ahnung mehr vom Spiel hätte. Nur eine Woche oder so. So. Und heute versuche ich auch nicht so lange zu spielen. Ich habe nämlich noch ein klein bisschen was zu tun. Ein Waldabenteuer. Okay, machen wir das. Das kriegen wir hin. Und den Rest machen wir jetzt nicht. Dann schauen wir mal. Wenn wir Glück haben, ist das tägliche Abenteuer auch ein grünes. Ja, ich nehme auf jeden Fall heute nicht so viel auf. Wahrscheinlich nur zwei Videos. Direkt wieder nach Hause. Oh, das ist schön getroffen. Die Ohren sind nicht ganz drauf, aber... sind beide nicht so besonders. Ja, das hier. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Oh, hier hat sich wieder einer sehr viel Arbeit gemacht, um das Portal freizulegen und dann richtig zu schmücken. Okay, machen wir zuerst das tägliche Abenteuer mal. Falls ich es nicht mehr schaffe mit dem Grün, weil die meisten Gelben sind ja noch immer für nämlich neu. Brauche ich eine ganze Weile. Dann mache ich das eben in der nächsten Folge. Da seht ihr übrigens auf der Minimap gerade schon, wie viele Truhen ich hier habe, obwohl ich eigentlich gar nicht farme, sondern nur durch die Abenteuer gehe. Da sammelt sich schon einiges Zeug an. Okay, zwei der Truhen sind gerade komplett leer, aber trotzdem. Na, nun mach schon. Ladebildschirme sind langweilig. Das klingt auf jeden Fall schon relativ bedrohlich. Finsterdüne Grub. Oh, ein Skelett. Sehr gut. Brauche ich für eine Quest. Aua. Was haben wir hier? Zwei Dolche hatte das bei. Okay. Die Map kenne ich, glaube ich, nicht. Jeden Fall scheinen hier viele Skelette zu sein. Ah, Moment mal, doch, vielleicht ist das die... Hoppala. Bei der ich beim letzten Mal so verdammt viel rumirren musste und oft zurückgeschlagen wurde. Schauen wir uns das Schloss an. Wenn dort ein posttraumatisches Stresssyndrom auslöst, dann ist es das Abenteuer, an dem ich denke, dass es das ist. Es gibt, glaube ich, Unterschiede. Also, ich glaube, es ist dem Abenteuer ähnlich, das ich meine. Aber es ist nicht das gleiche. Aber... Obwohl, doch, das sieht schon ziemlich gleich. Ich bin verwirrt.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ich habe das Essen, das sie mir beim täglichen Abenteuer mitgeliefert haben, nicht weggeschmissen. Also in der Truhe. Und damit habe ich die Quest erledigt schon mal. Uiuiui. Und die haben auf jeden Fall viel Gold, aber es sind viel zu viele. So, okay, das Essen habe ich, das ist gut. Dann nehmen wir doch mal ein bisschen was für uns. Ja, da hinten ist das Haus. Dort hinten hatte ich beim letzten Mal, als ich hier war, das Lagerfeuer ausgetestet. Also entweder mein sonst fabelhafter Orientierungssinn spielt mir einen Streich, oder ich war hier schon. Oh Gott, was soll denn das? Ein Boss direkt draußen. Okay, wie du willst. Da. Wie habe ich den verfehlt? Aua. Au, au, aua. Verdammt. Oh, oh. Ja, oh, nein. Ja. Dann gerne. Nein, gut. Oh Gott, 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 Hilfe. Skelettbogenschützen haben mir erst kürzlich in einem jetzt für eine andere Reihe Ärger gemacht. Jetzt auch noch hier, die verfolgen mich. Hoppala. Na, kann ich dem in den Rücken fallen? Oh! Aua. Ah, nimm den Schild runter, nimm den Schild runter. Ja, und... Oh, überhaupt kein Problem. Und wieder ein erledigt. So, hier ist die große Treppe nach unten. Moment, die sieht auch anders aus als beim letzten Mal. Ich bin mir gerade ziemlich unsicher. Was das hier angeht. Das könnte tatsächlich eine andere sein. Eine andere Map. Dann enthalte ich euch gerade leider einen Teil der Map vor. Für den Fall möchte ich mich mal entschuldigen, aber... Ich halte es für wahrscheinlicher, dass ich mich einfach gerade einfach nicht an alle Details erinnere. Ich hatte mich in diesem Abenteuer auch ziemlich verlaufen. Vielleicht war es doch keine gute Idee, grüne Fackeln mitzunehmen. Das ist unheimlich. Oh Gott. Gut, dann schauen wir mal, wo kam der her?
Oh, noch ein Boss. Oh Gott. Ja, Tank, Tank. Sehr gut. Lassen wir die mal vorlaufen. Die haben noch hier noch Leben. Ich habe ja wieder nicht dran gedacht, mir Essen mitzunehmen. Da schien eine Truhe gewesen zu sein eben. Oder? Nee, keine Truhen. Nee. Ja, wartet meine Köder. Ehrenvollen Tanks. Wie sind die da hingekommen? Ah, hier. Gut. Wenn ich jetzt loslassen würde, würde ich den Pfeil verlieren. Das wäre eine ziemliche Verschwendung. Und so kann ich offenbar hier nicht runter. Ah, doch, gut. Wenn ich springe. Von denen scheint auch keiner den Weg zu kennen. Oh, und da ist das Portal. Sehr gut. Ich muss was ins Visier bekommen, endlich. Was ist denn das für ein Boss? Den kenne ich gar nicht. Oh, ich kenne den doch. Das ist der Skelettbeschwörer. Ziemlich viele Knochenfragmente, die wir hier einsammeln können gerade. Und mal sehen, was in der Kiste ist, sobald der hier fertig ist. Na los. Geh weg hier. Lass mich auch mal reingucken. Okay, was haben wir bisher? Ein Zeichen des Berges, ein finsteres Herz. Ein paar gelbe Schlüsselfragmente, nicht so besonders. Noch ein... Oh, das ist nicht schlecht. Der Brustschutz. Moment. Mittlere Rüstung gegen... Moment. Was steht denn hier als Erläuterung? Ja, okay. Zwar ist das hier das schönere Material, aber das hier ist die bessere Rüstung, soweit ich das sehe. Deswegen nicht so gut. Und wir haben einen lichtgrünen Stein wieder. Aber dafür ein bisschen gelbes noch, mit dem wir uns ohne Probleme einen mittleren gelben Stein basteln könnten. Sonst haben wir ja meistens tatsächlich mittlere oder auch schwere Keystones direkt in der Boss-Truhe. Aber in diesem Fall... Oh, das ist hübsch. Ah, das war gar nicht selbst gebaut, oder? Ja, trotzdem war es ein schönes Foto. Das ist hübsch. Und ja, Abenteuerzeit nicht so viel. Ich bin irgendwie gerade hektisch. Wahrscheinlich, weil ich gerade ein klein bisschen im RL gestresst bin, deswegen überträgt sich das auf meine Spielweise. Und das überträgt sich natürlich dann auf meine Let's Play-Weise. Oh, das hier, Rang 6 als Entdecker erreicht, cool. Rezept Helm des Banditenkämpfers, sehr schön. Bisschen roter Stoff, Entdeckerpunkte, Geld. Schön. Und jetzt bringen wir das ganze Zeug nur weg. Aber hier war sehr viel Sandstahl, da kann ich das hier wegpacken. Aber auch nicht alles. Ich müsste wirklich hier mal Ordnung machen. Das hier brauche ich nicht wirklich. Die beiden kommen jetzt mal schnell in meine Dismantel-Truhe.
Da werden sie später dismantelt. Und Belohnung für das Abenteuer. Rezept Schienen gerade. Okay. Auch nicht so schlecht. Also als Deko wäre das wirklich hübsch. Die Quest könnte ich abgeben, aber muss jetzt nicht sein. Das drängt überhaupt nicht. Deswegen gucken wir mal, was wir hier noch so haben. An Schlüsselstein und gehen direkt ins nächste Abenteuer einfach. Moment, da war ja was, ne? Griff des Sturms. Oh, schwer. Oder wollen wir mal was Schweres probieren? Ja, machen wir. Wir wollen hier eine Show bieten. Also ungefähr so eine Show wie, wenn man Gladiatoren gegen, also ohne Waffen, gegen Löwen sendet. Nur wartet, bis sie zerfleischt werden. Oder umgekehrt die gut bewaffneten Gladiatoren mit Waffen gegen angekettete Löwen kämpfen lässt. Oder die gut bewaffneten gegen die unbewaffneten Gladiatoren. Ich glaube, der Punkt ist klar. Ihr kriegt es vielleicht mit, ich habe ein klein bisschen Panik. Deswegen nehme ich mir gerade alles an Essen mit, was ich habe. Und ich habe die Befürchtung, ich werde es brauchen. Okay, dann los. Ab ins dunkle, grüne Abenteuer. Natürlich werdet ihr in der Folge nicht mehr so viel davon sehen. Weil wir schon bei 16 Minuten noch was sind. Aber dafür ist die nächste Folge eventuell ganz spannend. Oder aber ich werde jetzt direkt davon überrascht, dass ganz, ganz viele Bosse direkt rumstehen dort nur. Und sonst nichts. Dann werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge gar nichts mehr vom Grün sagen wollen. Und nur noch rumjammern, dass das Spiel so ungerecht ist. Ohne weiter darauf einzugehen. Erstellen der Welt. Hey, dann bin ich wahrscheinlich der Erste gerade. Obwohl, nein, das kann auch heißen, dass es einfach auf meinem Computer gerade erstellt und er die Daten natürlich schon hat. Das Schlimme bei Ladebildschirmen ist ja, also bei solchen Ladebildschirmen, die sind zwar durchaus langweilig, aber nicht lang genug, um tatsächlich irgendwas Sinnvolles zu machen. Okay, da ist schon mal eine große Burg, da muss ich dann wohl später hin. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Außenwelt an. Wie aus Alpha 3 gewohnt, ist es hier sehr, sehr neblig. Ist hier irgendwas, das man direkt finden kann? Ne, nur eine kleine Höhle. Dort ist ein bisschen Eisen. Aber brauchen wir ja nicht. Wir fahren ja gerade nichts. Man bekommt ja auch so die Materialien gerade ziemlich gut zusammen. Oh Gott. Erschreck mich doch nicht so, Bär. Und hopp. Tschüss. Was ist denn das? Hier sind Glühwürmchen. Ne, das sind Bienen. Okay. Bienen beim Bienenstock. Okay, ist klar. Hätte ich früher drauf kommen können. Noch ein Bär. Was kämpft er? Gegen den Wolf. Okay. Lassen wir die kämpfen, wenn wir wollen. Was haben wir hier? Eine kleine Holzfällerhütte. Das ist schön, die haben Truhen. Und Banditen, aber ganz normale bisher nur, also. Bisher ist das Abenteuer noch gar nicht so furchteinflößend. Ja, ein bisschen Zeugs. Eisen vor allen Dingen wertvolles. Noch ein Bandit. Den sehen wir gleich wieder. Oh, eine große Truhe. Ein Rezept, sehr schön. Sehr viel. Oh, Himmelseisen gewichtet gleich. Das nenne ich meine Ausbeute. Ja, großer Metallposten, schön.
dekorativ natürlich daneben. Und? Achso. Oh, da kämpfen Wolf gegen Bandit. Moment, ich helfe dir, Wolf. Moment. Oh, ganz daneben. Sehr gut. Teamwork. Freistehende Knochenlampe. Klingt nett. Bisschen Verdanit-Erz, ein bisschen Himmelseisenerz. Auch nicht schlecht. Besonders die Rezepte sind natürlich immer klasse. Oder werden sie sein? Wir haben ja jetzt kurz vor August und im August endet diese Phase schon wieder. Also nicht Alpha 4, sondern Alpha 4.5 endet dann. Und damit kommt schon wieder ein Wipe. Deswegen farme ich in letzter Zeit ja auch nichts. Weil sich's einfach nicht lohnt. Hör auf mich zu verfolgen. Was ist das da? Nieder? Tatsächlich. Und du geh weg, Bandit. So. Was ist denn? Ist hier... Achso, nee, das sind die Wurzeln, okay. Okay. Hier hätten wir, wenn wir es brauchen würden, ein paar White Keystones. Beziehungsweise White Keystone-Fragmente. Brauchen wir aber nicht wirklich. Der Nebel nervt wirklich ein klein bisschen, ne? Also der... der nervt nicht unbedingt, aber er stört. Traue ich mich hier runter? Nein. Nein. Ich habe immer noch Angst vor dem Schloss, in das ich ja am Ende muss. Oh Gott. Okay, hier ist... Das ist eine Truhe, ne? Nein. Muss ich hier wohl rein. Verdammt, das ist gar keine Truhe. Wie komme ich jetzt so wieder hoch, ohne den Wolf zwischendurch töten zu müssen? Ganz ruhig, Wolf. Hätte ich hier nämlich mal mit. Habe ich einen Block? Nein. Oh. Aua. Aua. Nein. Hilfe. Oh. Okay, jetzt ist die Frage, wie komme ich richtig hoch? Ach, da lang. Okay. Kein Problem. Ich kenne mich ja aus. So. Und ich denke, diese Flucht aus der Höhle ist... Das hier wird als großer Boss angezeigt. Das sind die lächerlichsten Gegner im ganzen Spiel. Und trotzdem hat die so ein Zeichen, als wäre sie ein Boss. Sehr merkwürdig. Okay, das ist ein guter Punkt, um diese Folge zu beenden. Deswegen tue ich das jetzt einfach mal. Ich hoffe, die Folge hat gefallen und ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein, um zu wissen, wie es mit diesem Abenteuer weitergeht. Bis dahin, lebt wohl!